Hallo ihr Lieben, heute basteln wir mal wieder was anderes, wo ich aber gleich dazu sagen muss, viel erklären kann ich nicht, das heißt, ich werde euch immer wieder Musik einspielen, ich werde euch das Original-Anleitungsvideo mit verlinken und das Set selber gibt es leider nicht mehr und dadurch ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber es gibt Tatsache eben, die Zubehörsachen sind dieser Reifen letztendlich, dieser Ring, dann zwei so eine Garnenden und dann ein paar Perlen und auch ein paar Federn. Das sind so die wichtigsten Sachen, die irgendwo mit dazugehören. Ihr solltet noch dazu haben eine Schere und eine Nadel und dann seid ihr damit schon richtig gut ausgestattet. Ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen grobmotorisch veranlagt, ja wie immer, und es fiel mir nicht ganz so leicht, das lag aber auch so ein Stück weit an mir selber. Aber ich finde trotzdem das Ergebnis trotzdem sehr, sehr schön. Ich habe das Set damals bei Etsy gekauft, bei der Kerzenwerkstatt. Da würde ich auch euch den Link dazu zum Anleitungsvideo und ich glaube, die helfen euch dann auch sehr gerne weiter, falls ihr euch da so ein Set zusammenstellen lassen wollt. Und dementsprechend glaube ich, fragt da im Zweifel gerne an. Ich, wie gesagt, ich glaube, dass das einfach ein Set ist, was einem dann auch wirklich leicht macht. Und aber wie gesagt, ihr könnt euch das Set im Zweifel auch selber irgendwie zusammenstellen und das Ganze irgendwie hinbekommen. Und genau, also ich habe das mit dem Video zusammen gemacht. Es war, wie gesagt, nicht ganz so leicht. Ich werde euch da jetzt dann immer wieder auch die Musik einspielen und damit ihr dann so ein bisschen schauen könnt. Ihr seht auch immer, ich werde immer wieder mal am Handy sein und gucken, wie funktioniert es. Also ich habe es jetzt nur minimal ein bisschen schneller gemacht. Also ich glaube, ich habe eine knappe Stunde ungefähr gebraucht dafür. Ich glaube, hätte ich viele Sachen nochmal gemacht, wäre es bestimmt erstens nochmal schöner geworden und hätte es auch aber eben auch ein bisschen länger gedauert. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe einfach aktuell, ich habe so ein bisschen steife Hände aktuell und dadurch war das nicht ganz so leicht. Und dementsprechend, ja. Ich habe mit dem schwarzen Garn angefangen. Ich habe auch ehrlicherweise das Gelbe gar nicht benutzt weiter. Aber man hätte eben jetzt auch noch bestimmte Sachen mit dem anderen, mit einer zweiten Farbe, vielleicht auch mit einer dritten Farbe machen können. Also ich habe, man hätte jetzt zwischendrin irgendwie die Farbe wechseln können vom Schwarz zu Gelb und das Ganze wäre auch alles möglich gewesen. Also die Anleitung selber finde ich wirklich sehr, sehr schön. Es gab manche Sachen, die ich entweder falsch verstanden habe oder vielleicht leicht ungünstig gezeigt wurden. Das war jetzt aber dann eben, wie gesagt, ich würde mich jetzt nicht als Fehler ausschließen. Und genau, also dadurch, das ganze Video ist diesmal ein bisschen länger, weil ich euch da wirklich einfach alles mit reinnehmen wollte, was irgendwie ging, damit ihr seht, dass bestimmte Sachen einfach immer so nicht so leicht sind. Und ich habe mit einem circa Meter, glaube ich, angefangen vom Garn her oder vielleicht auch bloß ein halber Meter, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe es Pi mal Daumen gemacht und habe das Ganze dann zwischendrin nochmal verlängert. Und weil das einfach dann das Garn nicht gereicht hat. Und es geht halt eben einfach los mit vorne dann loslegen und den ganzen Webmöglichkeiten, die es dort gibt. Ich spiele euch gleich Musik ein, wie gesagt, und hoffe, ihr habt trotzdem mal ein bisschen Spaß beim Zuschauen oder vielleicht auch dann parallel auszuprobieren. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst oder eben ein Abo. Bin da sehr dankbar drüber, einfach weil es für mich auch zeigt, meine Videos werden gesehen. Bei Fragen dürft ihr selbstverständlich immer unten in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche da immer sehr schnell auch drauf zu reagieren. Ich hatte jetzt ein paar Fragen manchmal zum Resin oder eben auch zu den Kerzen. Werde die Kerzen auch demnächst, glaube ich, nochmal in Angriff nehmen. Ich werde da ein bisschen nochmal schauen, weil irgendwie war da so ein bisschen für mich manchmal die Wärme nicht ganz richtig und versuche mich da nochmal ein bisschen reinzufuchsen und da vielleicht auch nochmal euch ein paar Sachen zu zeigen, die, wo man vielleicht Fehler vermeiden kann. Und wie gesagt, da gerne im Zweifel immer
Fragen. Ich versuche es gerne zu beantworten oder falls ihr konkret irgendwie was habt, was ich gerne mal ausprobieren soll, meldet euch da auch sehr gerne bei mir und ich versuche das immer umzusetzen. Hab schon ein paar Sachen einfach aufgrund von Hinweisen auch mal ausprobiert oder geschaut, was gibt es da vielleicht für eine Lösung. Und das meiste ist es oft im Epoxidharz und weniger bei anderen Sachen, aber ich finde auch Epoxidharz ist halt sehr vielfältig und ich mag es halt auch sehr, wenn man lieber fragt, als wenn man einfach drauf losprobiert und dann vielleicht eben auch, gerade weil Epoxidharz ja eine chemische Reaktion ist, dementsprechend auch vielleicht Schäden davon trägt. Also dadurch keine Scheu, ich versuche es immer gerne zu helfen und bin auch gerade aktuell sehr dabei zu schauen, dass ich ein paar Sachen mal ausprobiere oder eben halt auch neu mache, weil ich mich da einfach gerade, meine kreative Phase beginnt gerade so ein bisschen, ich freue mich da gerade sehr drauf, ich habe ein bisschen Zeit aktuell und hoffe, dass ich da einfach ganz viel ausprobieren kann und euch damit dann eben auch eine Freude machen kann und diese Sachen euch zeigen kann. So, ich mache jetzt wirklich die Musik an. Ich hoffe, wie gesagt, euch gefällt's und ich hoffe, wir sehen uns dann den Sonntag da drauf wieder. Denn ich verabschiede mich nämlich schon. Ich werde mich nicht nochmal einblenden und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und bis bald. Tschüss!
Musik.